Ach, wie lange braucht denn der noch? Typisch Mann, braucht ewig im Bad. Touché, Rom wurde auch nicht an einen Tag erbaut, Süßer. Ah, so ist er schon besser. Na, endlich sind's beide fertig. Männer. Ja, wirklich. Jedes Mal. Hey, drei Räder gibt's hier nicht. Ich brauch schon so eins mit vier. Mein Gott! Ein Chevrolet Monte Carlo! Baujahr 1971! Dreigangautomatik und 5,7 Smallblock-Motor! Das Kastanienbraun ist so schön! Oh, wie so wäre dieses Auto zu fahren! Ja gut, ich glaube, ich kauf's einfach. Was? Nein! Oh nein, du willst dieses Auto weder kaufen noch fahren! Oh nein, willst du nicht, das ist Frauensache! Frauensache also? Ja, also hör auf, über Dinge zu reden, von denen du keine Ahnung hast. Willst du damit sagen, dass ich dumm bin? Also, Was? Das stimmt doch gar nicht. Woher willst du das wissen? Ich kenne viele Männer und die sind alle gleich nervig, zickig und eingeschnappt. Wo läufst du hin? Du unsensibles A. Ich das A, weil du keine Kritik annehmen kannst? Nie nehmt ihr Frauen Rücksicht auf unsere Gefühle. Wie soll ich Rücksicht auf deine Gefühle nehmen, wenn du nicht mal ordentlich Auto fahren kannst? Wir können nicht Auto fahren. Ihr gebt uns keinen Platz zum Autofahren, ihr alkoholisierten Rodis. Du fährst, wenn du den Führerschein im Lotto gewonnen hättest. Ihr seid alle gleiche Frauen. Unsensible A. Sogar meine Oma fährt besser Auto und die hat... Und wenn sie sich nicht umgebracht haben, streiten sie noch heute. Und kannst du sonst mit Auto fahren? Doch, ich kann Auto fahren. Ihr müsst uns nur den Platz geben. Die Fahrschule ist da hinten. Tür fertig? Okay, passt.